Hallo, hallo, hallo. Können Sie mich hören? So. Muss mich hier noch ein bisschen einrichten. Alter Jesse, was du mir gerade geschickt hast, das ist der absolute Wahnsinn. Das muss gepostet werden, wenn du das tatsächlich dann fertig hast. So. Dann schauen wir doch mal, wie es läuft. Da sind wir. Herzlich willkommen. Na, geht's euch gut, ihr Süßen? Annika, Jesse, herzlich willkommen. Ich habe mir noch schnell einen Kaffee gemacht, weil ich sonst diese Nacht nicht überstehen werde. Ihr habt es vielleicht gesehen in meiner Instagram-Story. Ich werde später noch tatsächlich Phasmophobia zocken. Mit der guten Leti. Da möchte ich euch auch alle bitten, auf den Kanal zu gehen und euch dieses unglaubliche Spektakel anzuschauen. Hallo! Hallo! Mary, ne? Ich soll dich doch Mary nennen. Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, ich glaube schon. Herzlich willkommen! Annika hat gerade noch gefuttert, Proviant besorgt und ist bereit. So will ich das sehen. Oh. Und was ist dein Proviant, Annika? Was ziehst du dir rein? Jesse isst Sonnenblumenkerne. Das mache ich tatsächlich auch öfter mal. Ich habe da so einen riesen Sack noch im Schrank stehen von irgendwelchen Kernen. Ich weiß gar nicht, was für Kerne da alle drin sind. Aber es sind Kerne. Es ist ein sehr kerniger Sack. Hey, exactly. Herzlich willkommen. Ich habe mir sogar den Namen gemerkt. Ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Ja, Zitronengraswasser ist natürlich auch am Start. Sehr nice. Was trinken die anderen? Was futtern die anderen? Also gefuttert habe ich eben noch einen Burger tatsächlich und Pommes. Also totaler Junkfood. Samstag bei mir. Aber jetzt muss ich mir den Kaffee gönnen. Mon chéri mit der Piemontkirsche. Oh, je t'aime. Ferrero Küsschen und merci. Du bist vollkommen ausgestattet, oder? Das komplette Ensemble. Sehr nice. Alle top vorbereitet. Finde ich super. Juli kommt gleich noch, hast du gemeint? Ich finde das geil, meine Lampe, die eine Lampe ist in meiner Brille zu sehen. Aber nur, wenn ich nach oben schaue, auf eure Nachrichten, auf meinem zweiten Monitor. Hier unten auf meinem Spielmonitor, dann seht ihr das nicht, diese doofe Reflexion. Ich fühle mich, als wäre ich der einzige Mensch, der keine Schokolade macht. Yes, Juli kommt auch bald. Ich esse tatsächlich nicht so extrem viel Schokolade. Aber manchmal überkommt es mich dann doch. Das wird so ein Loserfest nachher bei Phasmo, ganz ehrlich. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel und ich werde da eingeladen in eine Runde, die das schon öfter gespielt hat. Das wird... Ja, es wird nicht schön für mich. Vor allen Dingen ist man ja ein Team. Und wenn ich ablose, dann leidet mein Team darunter. Also ich werde wahrscheinlich einmal mitspielen und dann schmeißen sie mich raus. Dein Bart kommt wieder, ja? Schön, ne?
Also dieses Stadium, dieses Zwischenstadium, das mag ich eigentlich sogar tatsächlich am besten. Manchmal, also nicht das hier, vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber, weil, ganz ehrlich, wenn er dann länger ist, dann musst du andauernd gucken, dass es nicht kacke aussieht. Das ist einfach so. Es sei denn, es ist dir einfach völlig egal. Und du lässt es einfach wild wuchern. Aber ich möchte jetzt auch nicht so auf der Arbeit erscheinen wie irgend so ein Räuber-Hotzenplotz, sage ich jetzt mal. Aber, ja. Er kommt wieder. So, alles klar. Ich fange jetzt mal an. Der Juli ist bestimmt gleich da. Denn ich kann nicht zu lange warten, denn sonst werden wir nicht so viel Zeit haben. Hardrock-Café, Leute. Yeah. Ihr seht mich übrigens spiegelverkehrt, weil ich das so einrichten musste für einen Stream. Ich habe es jetzt einfach so gelassen, weil ich sonst irgendwas überdeckt hätte. Und ich kann die Kamera nicht auf die andere Seite stellen. Das ist das Problem. So. Alles klar. Dann legen wir doch mal los. Noch schnell die Haare ordnen unter diesem... Das ist nicht so leicht unter diesen Kopfhörern. Aber irgendwie klappt's. So, dann gucke ich mal, dass ich das hier ausmache. Können wir ja später nochmal reinhören. Zum Abschluss vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich fange besser an. Ansonsten wird das nicht so lange dauern. Hallo Denise, herzlich willkommen in der illustren Runde. Illuster, habe ich gerade gesagt. Illustre Runde. Ein sehr interessantes Wort. Habe ich bei einem anderen Streamer mir angewöhnt. Weil ich das so mag. Illuster. Ist einfach so ein geiles Wort. Dass es überhaupt den Weg in den deutschen Sprachschatz gefunden hat und immer noch bekannt ist, das will schon was heißen. Hallo, hallo, hallo. So, wir legen los. Das startet, glaube ich, direkt, ne? Ich muss dann erstmal hier rüber und in die Live-Scene rein. Ja, wir haben neuer Abo-Babo. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt einfach mal Abo-Babo hingeschrieben, aber Babo ist, glaube ich, eher männlich, ne? Bei mir ist das auch weiblich, okay? Also Abo-Babo, einfach nur, weil es passt. Shiorachu hat ein Abo geschenkt bekommen von der lieben Sascha, die seit gestern dabei ist. Unique Bambi ist immer noch unser Neuzugang im Irrenhaus und Annika ist der letzte Spender. Sehr schön. Dann legen wir doch mal los. Und die Elvis-Tasse. Ja, die ist immer am Start. Das ist doch logisch. So. Los geht's. Ja, das kennen wir doch alles schon. Los geht's. Komm schon, ich bin heiß. Ich habe den Ich kann jetzt schon nicht mehr reden. Wo soll das noch hinführen? Ich habe den Performance-Modus aktiviert. Das heißt, ich sehe nur euren Chat, aber ich sehe nicht, was ihr seht. Könnt ihr mir sagen, ob ihr das Spiel seht? Also seht ihr das jetzt gerade, was hier passiert? Läuft es vor eurem geistigen Auge? Nein, vor eurem wachen Auge ab. Ist der Spielsound zu hören? Ist das Spiel zu sehen? Oh mein Gott, ja, wir sind ja in Akt 2. Die Jagd. Zum Fortfahren beliebige Taste drücken. Annika sagt, es passt, alles klar. Wie gehabt, Leute, wenn irgendwas ruckelt oder unerträglich wird oder irgendetwas nicht hörbar ist, einfach melden. Wir sind eine große Familie und jeder kann immer jederzeit seine Wünsche äußern, wenn er dies respektvoll gegenüber allen anderen tut. So, ich denke, das habe ich schön ausgedrückt. Jetzt, was war das hier nochmal? Genau, den Charakter formen, Motivation, was bewegt mich, was will ich, was brauche ich, was sind meine Schwächen? Was sucht mich heim? Ich drehe schon wieder so langsam durch. Okay, wir haben eine Filmrolle gefunden. Ach ja, das ist also Akt 1. Alles klar. Wir müssen jetzt einen Film suchen in jedem Akt. Sehr, sehr schön. Und außerdem können wir Dias sammeln und dann anschauen. Oh,
Tatsächlich ist das nicht mehr unser Zimmer. Toll. Dann bin ich ja mal gespannt. Es geht sofort los. Es geht sofort los. Turbulenzen. Hier kann ich nicht rein. Erstmal eine rauchen. Auf diesen geilen First-Class-Aschenbechern. Oh, mein Zylinder. Na, da genehmige ich mir mal ein Brandy. Ach, der Grinsekoffer ist wieder da. Hallo, Grinsekoffer. Hallo, Erik. Schön, dich wieder zu sehen. Noch ein Grinsekoffer. Seid ihr verwandt oder was? Nee, ich hasse den Typen. Okay. Das ist der gleiche Raum. Vergiss nicht, nach Mr. Scooter Ausschau zu halten, auf Sofas oder Sesseln. Ja, ich glaube, diese hier sind's nicht, ne? Also ich habe mir das Muster so ein bisschen gemerkt, denn Jesse hat herausgefunden, dass Mr. Scooter irgendwo auch in diesem Spiel sein soll. Und natürlich müssen wir ihn finden. Das ist die Hauptquest. Hallo? Ah, alles klar. Was ist denn das für ein wunderschönes Gemälde? Das will ich mir ja gar nicht anschauen. Eine uralte Kamera. Ich gucke mich erstmal um, ob es hier noch irgendwas gibt. Ich bereue es immer noch, ne? Das letzte Mal bin ich in manche Räume nicht reingegangen, weil ich mir gedacht habe, da gehe ich gleich rein. Und dann waren sie einfach weg. Yeah. Oh nein. Sorry. There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Sorry, ich bin gerade mit der Maus aus dem Bildschirm rausgegangen. Das war nicht so toll. Ich passe auf, dass das nicht mehr passiert. Also nicht so hektische Bewegungen, Herr Erhard, wenn es geht. Bloody Death, ich glaub's ja nicht. Bloody Death, herzlich willkommen. Layers of Beer klingt nach einem entspannten Wochenende. Absolut, aber ich habe Kaffee. Bloody Death, nachher zwischen 21 und 22 Uhr bin ich auf einem anderen Kanal, der heißt Letys Play. Und das habe ich auch in Instagram und im Discord reingeschrieben. Du musst auch übrigens mal in den Discord-Server kommen, Alter. Da stehen alle Infos drin, die dich interessieren. Ich habe alles da, ich kann alles besorgen. Ich habe echt den kranksten Scheiß, den es gibt. Hasch, Gummibärchen, Hardcore, Bondage, SM-Spielchen. Nein, 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 nein. Auf Wiedersehen. Der Raum ist weg. Holy shit, der Raum hat sich komplett verändert. Grinsekoffer. Du steckst hinter allem, oder? Du bist schon im Discord? Super geil. Also wie gesagt, später spiele ich Phasmo. Phasmophobia. Bei der lieben Letys Play. Ist im Discord verlinkt. Bitte reinschauen. Alles klar. Klang wie irgendetwas, was rückwärts abgespult wird, ne? Kann ich es nochmal anklicken? Scheinbar nicht. Alles klar. Gut, dann weiter geht's. Vielleicht hier? Ah. Viele, viele Fußspuren. Und wir haben schon wieder den Slenderman gesehen, der sich wahlweise ein Doppelgrinskoffer. Hey, ist das dein großer Bruder? Wir haben schon wieder den Slenderman gesehen, der sich wahlweise in irgendein übelst krasses Monster verwandelt. Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign? Oh, I'm sorry. I think I mistook you for someone else. Nein, ich bin's. Ich gebe dir gerne mein Autogramm. Ich bin sowas von berühmt, das glaubst du gar nicht. So, was ist denn das hier? Jawoll. Ich habe irgendwas gehört. Pfeifen Collection. Es läuft aber alles noch, ne? Also es ist nicht weggegangen, als ich eben mit der Maus aus dem Bildschirm gekommen bin. Ihr seht alles noch. Hab heute Nacht, als ich um 2 heimgekommen bin, noch 3 Stunden FaceTime gemacht mit 2 Kumpels. Hab einen halben Liter Whisky gekillt. Alter, war schon ziemlich dicht, weil ich auf leeren Magen getrunken habe. War schwer vom Schreibtisch bis ins Bett zu stolpern. Kann ich mir vorstellen. Da hast du es dir aber ordentlich gegeben. Respekt, Altäre. Respekt. Ach, wunderbar. Da vorne ist der Slenderman. Seht ihr ihn? Slenderman danced voll ab.
Und hier schließt sich eine Tür und öffnet sich andauernd. Das sieht nicht gut aus. Können wir da mitmachen? Bei der Dance Party? Yeah! Disco! Mal wieder! Werde ich verfolgt? Oh! Tja, da wurde ich wohl wieder verfolgt und habe es nicht gerafft. Wenn ich in einem Horrorfilm wäre, Leute, wenn ich in einem Horrorfilm wäre, ich würde sofort als Erster sterben. Einfach nur, weil ich da rumsitze und während alle anderen noch damit beschäftigt sind zu fliehen, da sitze ich noch da rum und habe überhaupt nicht gerafft, dass eine Gefahr besteht. Ich sitze einfach, ich chill meine Base auf der Couch, trinke irgendein Bier. Nee, hopp, ich muss jetzt nicht nochmal anfangen, oder? Ah, okay, wir starten nochmal hier bei der Dance Party. Alles klar. Leute, sagt mir mal Bescheid, ob ihr alles noch seht. Ja, ich hau ab. Tschüss. Oh. Ich bin in einen Fahrstuhlschacht gesprungen. War das richtig? Scheinbar schon. Und wir sind wieder im Schwarz-Weiß-Film gefangen. Taschenlampe habe ich immer noch nicht. Ich würde mir gerne eine Taschenlampe... Oh. Also stop, stand by, dead slow, slow, half, full, ahead oder astern. Alles klar, also Backbord, Steuerbord und so Kram wahrscheinlich, ne? Oh mein Gott, ich bin im Maschinenraum. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich würde mal sagen, volle Kraft voraus, oder? Wuhu! Let's go! Volle Kraft voraus! Alter, diese Stimme. Leute, seid ihr noch da? Ich habe bloß ein bisschen Paranoia. Ich weiß nicht, ob ihr noch alles seht. Was war das jetzt? Oh, hopp. Was war das denn? Irgendwas stimmt hier nicht. Oh. Ich weiß nicht, ob das gut war. Vielleicht. Ich kann das nicht nach unten machen irgendwie. Kann ich das da reinstecken? Vielleicht. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich probiere halt einfach rum. Oh oh. Das war, glaube ich, nicht so gut, oder? Oh, es hat was gebracht. Okay. Ich bin begeistert. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber irgendwas... Irgendwas hat es gebracht. Hochinteressant. Tja, dann würde ich mal sagen, mit voller Pulle... Läuft bei dir. Ja, läuft voll. Ich denke jetzt mal, solange sich keiner beschwert, läuft das Spiel. Und mache weiter. Da sitzt schon wieder so eine komische Figur rum. Ich gehe erstmal nach oben. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas zu tun. Alter, ich wäre hier sowas von hart überfordert. Ah ja, da ist ja was. Was haben wir da? Uhrzeit und Beschreibung der Aktivitäten. 1.05 Uhr, Beginn des Kontrollgangs der unteren Decks. 1.30 Uhr, Maschinenraum, scheint in Ordnung. Weiter zu Frachträumen. 1.38 Uhr, verdächtige Geräusche in der Fracht. Genauere Untersuchung. Taschenlampe erleidet Defekt. Rückkehr, um Ersatz zu beschaffen. Rot umkreist. Schaden an Firmeneigentum. Eigentum, ja. Eigentum. Von Gehalt abziehen. Pflichtversäumnis. Disziplinarische Maßnahmen empfohlen. 1.53 Uhr. Wiederaufnahme des Kontrollgangs. Keine Anzeichen für weitere Störungen.
2.30 Uhr, Schicht Ende. Annika, so mein bester Kumpel ist eventuell auch gleich im Stream dabei. So ist es fein. Hehehe. Ja, genau so ist das lieb. Lieber Freund. Ganz braver Freund. So. Und weiter geht's. Wer bist du denn? Oh nein, da sind noch mehrere von denen. Na, alles klar? Oh, ein Speicherpunkt. Das ist gut. Speicherpunkte sind... Ich hau ab. Ich weiß nicht, was los ist, aber... Wo kam der denn jetzt her? Sind die jetzt weg? Oh, I. Was ist hier los? Was war das? Okay, das sah nicht gut aus. Da will ich eigentlich gar nicht hingehen, aber ich muss wahrscheinlich. Hallo? Irgendjemand da? Anscheinend nicht. Dann gehen wir doch mal rauf. So, was haben wir denn hier? Kann ich nicht aufmachen. Da sind Eimer, wo ich reinpinkeln kann, wenn ich mal wieder in die Hosen machen will. Die ganzen Instrumente spielen verrückt. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier gleich gejagt werde. Oh, das ist vielleicht nicht so gut, oder? Kann ich das abstellen? Kann ich das irgendwie abstellen? Ich will jetzt nicht durch diesen Rauch, diesen Dampf da laufen. Ah, hier, okay. Nein, erst greifen. Dankeschön. Und los geht's. Was war das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Lichter gehen aus. Meine Lichter gehen auch gleich aus. Das geht ja schon gut los hier. Ja, der erste Akt war... Was ist denn hier los? Der erste Akt war, glaube ich, nur zum Eingewöhnen. Nein, das gute Essen. Ich will das gute Essen zurück. Was war das denn? Was für ein Teaser. Alles voll mit leckeren Speisen. Ich verstecke mich jetzt in diesem Fass und komme nicht mehr raus. Playthulu ist im Lurk. Hallo, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du zuschaust. Fliegendes Essen. Ich esse alles auf. Da war ein Donut dabei. Lecker. Da war ein Donut. Da ist noch einer. Oh nein, das ist wieder dasselbe Zimmer. Ich bin im Kreis gelaufen. Was passiert denn hier? Noch mehr Essen. Donut. Ich will den Donut haben. Gebt mir das Messer. Ich möchte mich gegen Slenderman verteidigen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hallo? Herr Apfel? Wollen Sie mir etwas sagen? What the fuck? Der No Pain No Game Typ. Unser Stammbaum ist ein Kreis. Wer bist du denn? Hallo, der No-Pain-No-Game-Typ. Herzlich willkommen. Leute, ist das da zufällig ein Torso? Ich glaube, es ist nur ein Sack. Aber ich habe eben gedacht, das wäre so ein Torso, wo der Kopf fehlt und der oben so zugenäht ist. Auf jeden Fall ist es hier. Es muss stinken wie die Pest. Oh, das schimmlige Brot. Oh, ekelhaft. Lass mich hier raus. Oh, da geht's gerade weiter. Sollte wohl ein Sack sein, ja, aber... Oh Gott, nix wie raus hier. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Was ist das hier? Eine schwarze Hand? Oder was? Nein!
That'll do for now. It's time to eat. Quartermaster, hand me the bag. Look, the mains. The food. It's gone. Was haben die zwei Kiddies hier nur gemacht? Ich glaube, die Lilly, die ist total durch. Also die ist komplett lost. Da ist das Essen. Nimm dir doch was. Ich hab Hunger. Ich will da ran. Kannst du einfach durchgreifen. Kein Problem. Yo, Servus, wurde von einem kleinen, verspielten Dreadhead-Cop eingeladen. Ah, alles klar, dann bist du der Bestie von Annika. Sehr schön. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Oh, das erinnert mich jetzt wieder an Misery. Das ist nicht schön. Was war das gerade da vorne? Habt ihr das gesehen? Das sah aus wie ein mutierter Slenderman und das gefällt mir gar nicht. Wow, Alter, der Schatten. Immer wieder der Schatten. Kann ich hier bitte raus? Dankeschön. Alex heißt du. Sehr schön. Weißt du was? Das werde ich mir mal ganz kurz notieren. Denn ich möchte gerne manchmal einfach nicht eure Nicknames benutzen. Ach, da sehe ich es gerade. Bloody Death ist der Discord-Gruppe beigetreten. Herzlich willkommen im Schlund des Wahnsinns. Also, no pain, no gain ist der Alex. So, ist eingespeichert im System. Ich brauche dazu immer eine Notiz, denn mein System hier oben funktioniert nicht so gut. Ach du Scheiße. Nix hier weg. Mach die Tür auf. Ja, das bringt jetzt natürlich nicht. Mach die Tür zu! Mach doch die fucking Tür zu! Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Alter. Da ist noch eine Tür. Ich weiß aber nicht, ob ich mich da hintrauen sollte. Bringt wahrscheinlich nichts, wenn ich hier zumache, ne? Ja, gut. Alex ist auch okay, aber den Namen wollte Twitch nicht schlucken. Gibt wohl zu viele mit dem Namen. Könnte sein, ja. Also einfach nur Alex eingeben ist wahrscheinlich als Nickname nicht so erfolgreich, ne? Ja, gut, Leute, was machen wir jetzt? Anscheinend bringt mir das nichts, hier drin zu sein. Dann muss ich wohl mit dem guten Herrn Bekanntschaft machen. Und die ganze Zeit, da ich dachte, ich lernte zu leben, da lernte ich zu sterben. Holy shit. Erstmal eine rauchen, erstmal was trinken, bisschen Karten spielen, runterkommen. Ich muss ganz schnell hier rein. Ach, komm schon. Vielen Dank für deinen Follow. Ja, Goofy, ne? Ich hab sie alle drauf. Hallo, Goofy. So, muss reichen. Genug Disney. Zurück zum Ernst des Lebens. Hat hier irgendeiner eine Idee, was ich machen muss?
Der ist auf einmal einfach da, der Dude. Wir wissen wohl, wer wir sind, aber nicht, was wir werden können. Hat irgendeiner eine Idee, was hier los ist? Versuchen nicht zu sterben? Ja, danke schön, Annika. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das könnte eine gute Idee sein. Einfach auf das Monster zurennen, damit rechnet er am wenigsten. Vielleicht ist er ja dann confused. Confused, ja. Ich bin sehr confused. Learn more English, Alter. So, ja, ich kann hier rein, ne, aber irgendwie, der kommt ja nicht. Der kommt nur bis dorthin. Nee, das kannst du vergessen. Ja, der Tod. Der Tod muss wunderschön sein. Am Arsch ist der Tod wunderschön. Ich möchte da jetzt endlich durchkommen. Könnte ein bisschen dauern, Leute. Ich habe keine Ahnung, weil wenn ich mich da sofort einschließe, wenn ich mich sofort einschließe in diesem Zimmer, dann bleibt der einfach da vorne stehen und kommt nicht. Und hierher zurück kann ich... Die zweite Tür ist abgeschlossen, das ist das Problem. Ich probiere es mal so. Nee, also... Ich kann nicht schneller rennen. Ja, 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 ja. Das Rad der Zeit hält niemand auf. Bla, 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 bla. Die zweite Tür ist abgeschlossen. Und an ihm vorbeirennen kann ich auch nicht. Jetzt haben wir ein Problem. Und wenn ich mich direkt in dem Ding einschließe, die macht einfach so saulahm, oder der macht einfach so saulahm die Tür zu. Also egal, wie man es anstellt. Goofy und Max ist jeden Tag ein Klacks. Zwei Freunde. Genau, genau. Oh, das... Ich kann es nicht mehr singen. Mir fällt es gerade nicht ein. Juli ist da. Gerade noch mit Serana eine Runde laufen gegangen. Ja, natürlich. Erstmal wieder den Bloody Death attackieren. Wir haben hier ein kleines Problem. Ich bin jetzt schon ungefähr drölfmal gestorben. Okay, also, wenn ich hier reingehe. Ne, also... fast. Fast, fast, fast. Wer stirbt, ist aller Schulden quitt. Okay. Versuch Nummer 583. Ich hatte es beinahe. Diesmal ist er gekommen. That's what she said. Also. Ich weiß halt nicht. Also das letzte Mal ist er nicht gekommen. Ach, jetzt kommt er auf einmal immer. Nicht sein. Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Aber das letzte Mal, als ich mich eingeschlossen habe, da ist er einfach nicht gekommen. Was ist denn los mit dem Kerl? So, jetzt zu. Mach die Tür zu. Ich glaube, wir haben es geschafft. Oder doch nicht. Tja, und jetzt? Was genau soll ich jetzt machen? Ist er jetzt weg oder wie sieht's aus? Ich traue mich irgendwie nicht, die Tür aufzumachen. Es könnte etwas Schlimmes passieren. Wer früher stirbt, ist länger tot. Genau, auf solche Sprüche warte ich noch in dem Spiel. Okay, wir wagen es einfach mal.
Wir öffnen die Schleuse und werden sicherlich sofort wieder gekillt. Es sieht safe aus, aber man weiß ja... Ach komm schon. Jetzt geht hier das Licht aus. Ich werde direkt wieder verfolgt, oder? Hallo? Dürfte ich vielleicht weiterkommen? Gibt es hier eine Tür? Da ist irgendwas aufgemalt. Ich kann es aber irgendwie nicht erkennen, was es ist. Ich denke, hier ist auch keine Tür. Ist jetzt hier auf, vielleicht? Was genau geht hier ab? Ich kann das gar nicht sehen. Ach so, das ist wieder so ein Dia-Dings. Oh mein Gott, was ist das denn? Ein Schlüsselchen. Was ist hier los? Gucken wir mal ein bisschen Dias. Wie wär's? Ah, da war doch wieder eine Tür. Vielleicht vermaterialisiert oder was auch immer. Ihr wisst Bescheid, ich bin dumm. Ich bin einfach nur doof. Probieren wir es mal mit der Tür. Ja, so muss das sein. Oh, voll der Troll. Das ist ja die Härte. Ich gehe erstmal da raus und schließe die Tür auf. Also ich hoffe, das ist für diese Tür. Nein, ist es nicht. Das ist nicht gut. Okay, also diese Tür ist es nicht. Dann probieren wir die andere. Und zwar... diese hier. Wie sieht's aus? Die geht überhaupt nicht. Die geht überhaupt nicht klar. So, dann hatten wir noch diese ganzen Türklinken, ne? Ah. Hä? Was soll das denn? Hört auf, mich zu trollen. So. So, ich höre schon auf. Ja, und die ist es ja nicht, ne? Das ist diese Troll-Tür. Ja, super. Höchst befremdlich, das alles. Ja, super. Es gibt doch aber nur noch diese hier. Das ist die einzige Tür, die sich mir noch bietet. Ich verstehe es nicht. Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn bitteschön falsch? Ist hier noch irgendwas, was hier rumliegt? Ah, der Türrahmen ist gerade geblieben. Vielleicht musst du erst den Rahmen, dann die Tür und dann die Klinke dran machen. Alter, ihr seid so schlau. Das ist unfassbar. Okay, der Rahmen ist geblieben. Jetzt machen wir die Tür dran. Achtung. So. Bleibst du jetzt? Oh, ihr seid einfach so schlau. Gott sei Dank seid ihr hier, um meine Dämlichkeit zu kompensieren, Leute. So, Moment, wo sind die Klinken? Da sind die Klinken. Und, wie sieht's aus? Es hat geklappt. Bitte keine Verfolgungsjagd. Ich kann nicht noch eine Verfolgungsjagd gebrauchen. Was geht da unten ab? Erstmal die Glocke läuten. Warum nicht? Ach, das ist das Schiff. Auf dem Schiff waren wir schon. Aller Mann an Deck! So, dann kriechen wir mal hier durch. Was soll schon passieren? Es ist ruhig. Zu ruhig.
bin leicht angespannt. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. Alles klar. Ein Herz. Ja, das Herz kann ich aber nicht annehmen. Kann ich nicht aufnehmen. Dem scheint es nicht so gut zu gehen. Aber irgendwas muss ich da machen. Ah, anscheinend doch nicht. Hier geht's weiter. Moment, also es kommt mir doch ein bisschen spanisch vor. Eso parece español. Tja. Ich hab's Radio ausgemacht, aber das war auch schon alles. Whatever. Ich stehe nicht so auf Puppen, Alex, aber ich lasse dir gerne was übrig. Das ist viel zu ruhig hier. Ich höre was. Hallo? Ein gruseliges Kind mit leuchtenden Augen schaut mich an. Das ist leicht verstörend. Im Rätselknacken bin ich gut. So habe ich Serana kennengelernt, als ich sie aus ihrem Sarg befreit habe. Erst knacke ich das Rätsel und dann knacke ich Serana. Alter, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's wieder los. Gönn dir. Ja, Alex, gönn dir die Puppe. Warum nicht? Also hier ist alles belegt. Also die haben hier einfach nicht aufgeräumt. Aber wie gesagt, im Bett ist noch Platz. Wer bist du denn? Hi. Du bist einfach nur da, oder? Deine Strümpfe sind ein bisschen retro, aber ansonsten geiler Style. Alles gut bei dir? Du bangst einfach hier rum. Alles klar. Alles klar. Get up, Quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Ich weiß auch nicht, was die hier getrieben haben. Ich glaube, der kleine Junge ist immer verzweifelter geworden und irgendwie ist diese Schwester von ihm, nehme ich jetzt einfach mal an, diese Lilly, die, also man muss schon sagen, sie hat ihre Rolle durchgespielt. Du wirst mich nicht gleich verfolgen, oder? Ja, der bangt da so rum. Ganz genau so. So ist das halt. Junge, da ist gerade irgendjemand im Brunnen verschwunden. Wir sind wieder bei The Ring gelandet, Leute. Oh mein Gott. Du willst jetzt nicht, dass ich da runtergehe. Ah, danke schön. Die Bits fliegen wieder. Die Einhorn-Bits. Leute, ihr könnt jetzt nicht von mir verlangen, dass ich da runtersteige. Echt, also da bleibe ich lieber bei dem Jungen, ganz ehrlich. Ich kann nicht mehr zurück. Okay, Leute, hinab. Es geht anscheinend nicht anders. Das will mir nicht gefallen. Warum ist hier ein Brunnen auf dem Schiff? Das macht überhaupt keinen Sinn. Hi. Was genau geht ab, Leute? Was macht ihr hier? Das ist eine Uhr. Du lernst gerade die Uhrzeit, oder? Das geht ein bisschen schwer, wenn man einfach nur den Stundenzeiger hat, aber... Ja, da kann dir auch keiner helfen. Da brauchst du dich gar nicht umschauen. Lern mal weiter. So.
Was ist das hier? Ich kann da nicht rauf. Ach komm schon. Höchst beeindruckend, aber irgendwie kann ich nichts machen. Da muss ich wohl hier weiter. Ich höre beunruhigende Geräusche. Ich höre etwas und das gefällt mir nicht. Das haben wir schon mal gehört. Das klingt wie so ein übelster Hausmeister. Mit so einem riesigen Schlüsselbund. Da lag ein Arm. Okay. Warum nicht? Was ist denn hier los? Was ist hier passiert? Oh mein Gott! Um Gottes Willen. Geh weg. Ich stehe nicht so auf Leichenbeine im Nacken. Alter, was ist denn hier los? Oh, da fliegt ein Kopf rum. Ich bin ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht genau, was hier abgeht. Oh Gott. Oh Gott. Na, Moment, zurück. Naja, nicht so wirklich. Ich muss das irgendwie hinkriegen, dass das alles zusammenpasst. Das ist mir schon mal bewusst. Was macht das hier? Das macht irgendwie gar nichts, oder? Ach so, okay. Ah, okay, damit entscheide ich, was ich drehe, ne? Irgendwie. Also das hier dreht den äußersten Ring. Das hier dreht was? Den mittleren Ring. Und das hier dreht dann den innersten Ring. Okay, alles klar. Alles klar. Was geht denn da ab? Keine Sorge, Alex. Genieß einfach den Chat und den Stream. Wieder einer dieser Tage, wo alles grau ist. Die Puppen sind meine Persönlichkeiten. Ja, ne, also... So sieht es aus in Arjas Psyche. Super. Ah, das unten stimmt sogar fast schon, oder? Warte mal. Also der äußerste Ring? Nee, nee, nicht wirklich, oder? Doch, doch, doch. Der äußerste Ring scheint fast zu stimmen. Nur noch das mittlere müssen wir verändern. Okay, alles klar. Dann mach nochmal den äußeren. Muss ich das noch ein bisschen rüberrücken? Nein, zurück meine ich. So. Wenn das nicht stimmt, dann bin ich enttäuscht. Dann machen wir mal den innersten Ring. Nein, in die andere Richtung. So vielleicht? Ich glaube, das könnte es schon gewesen sein. Ja, sieht doch gut aus, oder? Nein. Sieht nicht gut aus. Das in der Mitte stimmt noch nicht. Das muss noch ein bisschen verrückt werden. Warte mal. Gleich haben wir es. Jetzt haben wir es. Oh oh. Und nun? Und nu? Was passiert nun? Es hat gehupt, aber irgendwie sonst nichts. Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich geschafft? Habe ich überhaupt irgendwas geschafft? Was war das denn?
was machen die da? Alter. Oh, ich glaube, der war ein bisschen überfordert vom Uhrzeitlernen. Oh fuck, ja, was soll ich denn jetzt hier eingeben? Das sieht ein bisschen schmerzhaft aus, was ihr da macht. Also irgendwie gefällt mir das nicht. Aber höchst interessant. Ja, so kann man es machen. Was soll ich denn jetzt machen? Warte mal kurz. Oh. Okay. Ich weiß nicht genau, was das soll. Ich gehe jetzt einfach mal alles durch. Oh oh. Das war wahrscheinlich falsch, ne? Irgendwas habe ich gemacht, aber ich glaube nicht, dass es richtig war. Jetzt ist hier irgendein Knopf. 12 von 38. War bestimmt eine Fehlproduktion. Eine Fehlproduktion. Schön, dass ich wieder meine Stimmbruchanwandlungen habe. Erik spielt später in einem anderen Stream ein anderes Game. Willst du dann auch dabei sein? Ja, bitteschön, auf jeden Fall. Ihr könnt mich ablosen sehen bei Phasmophobia. Okay, also irgendwas muss ich richtig gemacht haben, denn jetzt leuchtet das erste, aber ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. 12, 38. Huh. Ich probiere einfach mal ein bisschen. Ach so. Ich muss das irgendwie dazu rechnen, ne? Ja, dass es auf 38 kommt. Das war jetzt vielleicht ein bisschen doof. Ach, ich bin so dumm. Warte mal kurz. Ja, nochmal 10. Kann ich nochmal 13 dazu machen irgendwie vielleicht? Ah, ich muss aus 3 Zahlen, glaube ich, die Differenz zusammenbasteln. So irgendwie ist es, oder? Nee, mach nochmal zurück. Komm, bitteschön. Mach nochmal zurück. Wie kann ich denn resetten? Ich möchte gerne resetten. Das bringt ja gar nichts. Ja, super. Nee, das geht ja gar nicht mehr. Jetzt bräuchte ich 2. Aber die 2 ist schon weg. Ach, fuck. Ja, gut. Also jetzt habe ich verloren. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ich habe es aber kapiert. Ich habe es kapiert. Okay. Aus. Wir müssen irgendwie auf die 38 kommen. Mit den Ziffern, die wir hier haben. Okay. Mathematik. Super. Auch noch. Also da hilft nicht mal Kaffee bei mir. Jetzt auch noch Mathematik. Nix sagen. Ihr könnt ja miträtseln im Chat. Ich werde nicht hingucken. Ihr könnt ruhig was reintippen, aber ich werde nicht hingucken, bis ich es selbst habe. Ich muss auch ab und zu auf die Uhr schauen, fällt mir gerade auf. Naja, wir machen eine Stunde, okay, komm, let's go. Was ist denn mit meiner Stimme los? So, okay, also wir brauchen 26, okay. Da könnten wir die 10 nehmen. Ja, okay, ist ja eigentlich einfach, ne? Nehmen wir die 10, die 9 und die 7.
Die Differenz ist 26, du Dulli. Ganz so dumm bin ich dann doch nicht. Ganz so blöd. Yeah, ich hab sowas von drauf. Addition, Subtraktion. Ich bin der Meister. Ja, Juli, aber ich meinte die Differenz. So, jetzt müssen wir von 24 auf 70 kommen. What? Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich denn jetzt... Okay, Moment, das geht doch gar nicht. Das muss gehen, warte mal. Also, 50. 46. Wie zur Hölle komme ich mit den Zahlen hier auf 46? Okay, machen wir mal. Der Whisky kickt. Kein Problem. Es sei dir verziehen, mein Freund. Mich irritiert irgendwie dieses Licht hier. Das sieht aus wie ein Ausrufezeichen, aber es ist nur, wenn ich hier stehe. Seht ihr das? Oben rechts von den Zahlen da drüben ist so ein Ausrufezeichen. Da. Okay, ich muss mit den Zahlen von 1 bis 10 auf... Was muss ich kommen? Auf 26, ne? Nee, oh Quatsch. Auf 46. Okay, Moment. Ich muss mal ganz kurz rechnen. Und weil ich zu dumm bin... muss ich das mit einem Blatt Papier machen, Leute. Ich rechne mal ein bisschen zusammen. Unterhaltet euch so lange. Okay, wie soll das gehen? Das kann doch gar nicht gehen, oder? Moment, Moment. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube irgendwie, dass das nicht gehen kann. Ich probiere es aber mal. Ah, doch, doch, doch. Das kriegen wir zusammen. Das ist krass, das denkt man im ersten Moment nicht, aber man kriegt es zusammen. Ah, nee, okay. Okay, ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es. Moment. Ich hab's gleich. 46, ne? Alles klar, ich hab's. So, dann fangen wir mal an mit der 1. Mit der 10. Total umständlich mit der Maus dieses Ding zu drehen, fällt mir gerade auf. Mit der 9. Und schon sind wir bei 44, ist krass. Dann kommt die 8. Dann kommt die 7. Und jetzt kommt noch die 5 und die 6. Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, was durchaus sein kann, dann müsste ich es haben. Ja, ich hab's. Sehr schön. Yeah. So. Marches on. Death turns to decay. Ein Kadaver, aus dem eine Blume wächst. Hochinteressant. Was passiert nun? Ihr macht ruhig weiter hier mit eurem, mit eurer Party. Ich hau dann mal wieder ab, ne? So. Weiter geht's. Na, alles gut? Nein! Haut ab! Ich will ja nicht mit euch sein.
Ihr creepy Dudes. Oh mein Gott. Da draußen war eine Stadt. Was ist hier los? Wo bin ich? Was ist los? Das ist kein Schiff mehr. Oh oh. Wo bin ich denn jetzt? Was ist denn hier los? Was ist denn das jetzt? Okay, jetzt wird's richtig. Boah, in Lucifer gab es einen Serienmörder, der voll heiß war. Der hat seinen Opfern immer solche Lilien in die Hände gelegt. Vielleicht finden wir den heißen Typ ja noch, Jesse. Da würdest du dich wahrscheinlich freuen. Aber irgendwie gehen hier ein paar andere krasse Sachen ab. Guck dir das da oben mal an. Eine sehr freie Interpretation von Leonardo da Vincis Zeichnungen. Ich weiß ja auch nicht. Es ist total irritierend, dass die menschlich sind, aber gleichzeitig auch Puppen. Ja, was sind wir schon mehr als Puppen in dieser Welt, liebe Freunde. Bisschen aufwärmen hier. Mir läuft's schon wieder eiskalt den Rücken runter. Und hier, Berge von Kleidung. Da kommt man sich vor wie in einem KZ. Es ist nicht schön. Schön ist anders. Hauptsache ein Zylinder hier. Tja, dann gehe ich doch mal rein in dieses diabolische Gebäude hier. Was auch immer das ist. Auf einem Schiff sind wir definitiv nicht mehr. So viel steht fest. Aber es wankt wie ein Schiff. Es könnte auch sein, dass ich wanke wie ein Schiff. Na, was geht mit deinem Herz ab? Da ist eine Lilie drauf. It warms the heart. It feeds the soul. It makes the world so bright. So bright. The stolen flame burns strong. Burns quick. The stolen flame burns out. Ja. Genau so fühlt sich das Leben teilweise an. Genau so wie diese Uhr und dieser Typ. Völlig ausgebrannt. Man rennt einer Zeit hinterher, die menschengemacht ist. Und was geht jetzt ab? Muss ich wieder runter? Nein! Oh mein Gott, nicht schon wieder die Ratten! Diese verdammten Ratten! Muss ich jetzt wieder rein? In den Aufzug? Alles klar, war schön. Okay. Auf Wiedersehen, du schöner Ort. Die einen sind Puppen, die anderen Marionetten. Weisheit des Tages, absolut. Wenn man es genau nehmen will, sind es Mannequins. Klugscheißer-Alarm! Nein. Ich weiß. Aber lass es mich doch Puppen nennen. Die brennende Puppe hat mich gerade extrem an ein Musikvideo erinnert. Ich weiß auch nicht, an was. Oh mein Gott, was geht denn hier jetzt ab? Ach, das ist ja ein Gesicht. Oh. Ja. Da gehen wir gerne rein, oder? Das sieht so einladend aus. Komm in das Licht. Hallo? Na, alles klar bei euch? Prügelt euch, ich halte mich raus und hol mir Popcorn. Ist immer eine gute Idee. Nee. Das schaffen wir auch ohne Prügeln. Okay.
sehr, sehr düster. Da ist ein offener Schacht. Ein offener Lüftungsschacht. Das ist nicht gut. Nein! Oh, wie... Nee. Nee, komm. Nee, bitte nicht. Der steht doch auf und verfolgt mich. Komm schon, hopp, nee. Und dann reiße ich der Puppe den Kopf ab. Dann reiße ich der Puppe den Kopf ab. Ja, dann beiße ich der Puppe den Kopf ab. Ja, es geht mir nicht gut. Nein. Hi. Na, alles gut bei dir? Wie sieht's aus? Soll ich dir mal helfen? Du hast da sowas aus deinem Bauch ragen. Aber ich weiß ganz genau, wenn ich dir jetzt helfe, dann wirst du mich verfolgen. Genauso sieht's nämlich aus. Alter, was ist denn hier los? Das wird immer seltsamer. Es wird immer ekelhafter. Aber auch immer geiler. Okay, ich tue es. Was habe ich gerade gemacht? Ich hau ab. Ich hau ab. Tschüss. Ich hau ab. Tschüss. Renn doch schneller. Renn doch bitte schneller. Oh mein Gott. Wenn da was rauskommt. Wenn da was rauskommt. Ey, nee. Komm. Ich gehe gleich hier rein. Tschüss. Habt ihr schon mal Alien Isolation gespielt? Das ist so ähnlich, das Feeling. Wenn man es dann noch gerade so in den Lüftungsschacht packt und dieses Alien hinter dir her ist. Hier könnte ich raus, aber ich gehe erst in die andere Richtung. Ich würde gerne wissen, was hier ist. Ah. Okay, ich schaue mich hier mal ganz kurz um. Hier geht's anscheinend auch weiter. Mist, muss ich mich jetzt wieder entscheiden? Das sieht nicht gut aus. Und da sind schon wieder Ratten drauf. Es gibt eine Welt neben der unseren, verborgen hinter einem schwarzen Nebelschleier, wo uralte Wesen weilen, unsterblich, unvergänglich. Sie bewegen sich unter uns. Ungesehen, außer sie wollen es, außer sie wählen dich. Einen sterblichen Menschen, der ihre grausame Farce spielt. Alle Mann 10. Moin, Meister. Moin. Herzlich willkommen. Einen sterblichen Menschen, der ihre grausame Farce spielt. Ein nach Laune verwendetes Spielzeug, das sie wegwerfen, sobald es langweilig wird. Höre ihnen nicht zu. Spiele nicht ihr Spiel. Der Preis ist viel zu hoch. Vorsicht mit deinem großartigen Talent, mit deinen großartigen Fähigkeiten. Vorsicht, nun, da du ihre wahren Gesichter erblickt hast. Dich erwartet nichts als Wahnsinn und Tod. Manchmal werden Dinge zurückgelassen, grauenvolle Objekte mit rätselhaften Zwecken. Fürchte sie ebenfalls, denn sie sind eine Manifestation ihrer boshaften Gegenwart. Alles klar, Meister, alles klar. Wer singt hier? Okay, da komme ich anscheinend nicht raus. Da könnte ich wahrscheinlich raus, ne? Ah, okay, alles klar. Da waren wir zuerst und dann hätten wir die Tür nicht aufbekommen. Alles klar. Sehr schön. Ich nehme halt gern alles gerne mit. Alles, was geht. Aber wo ist Mr. Scooter? Das ist die große Frage. Wo ist Mr. Scooter? Sommer, Wenne, tu dat not, dat das Moped so laut ist. Ach, da hinten ist ein Wunder. Weiße Mäuse! Alles klar. Was geht ab? Oh. Was war das denn? Was hast du gerade gemacht? Kannst du mal aufhören zu zucken? Oh, ein Donut. Ich will den Donut haben. Und das ist bestimmt Käsekuchen da hinten. Oh. Oh, seht ihr das Bild da hinten? Da lugt einer hervor. Na, zuckst du auch?
Nee, der zuckt nicht. Boah. Erstmal voll aufstoßen hier. Voll der Assi, ey. Alles klar. Chillt mal weiter. Ich gehe weiter hier runter. Es wird wieder farbig. Irgendwie beruhigt mich das. Ich weiß auch nicht. Richtig, Mr. Scooter. Hyper, hyper. You're pretty and I like ya. Move your body, girl, all night long. Ich wollte gerade die Hand schütteln. Nicht meine Schuld, wenn du dann weggehst. Okay, hier ist abgeschlossen. US Mail. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das hier? Sind das Tierkäfige? Ist da irgendwas drin? Ich habe gerade irgendwas sehr, sehr Ekelhaftes gehört. Was für eine Fracht ist das hier? Was ist denn da oben los? Da schweben irgendwelche Leute rum. Nee, ich will mich da nicht draufsetzen. Das widerstrebt meiner Natur. Ich gehe erstmal hier runter. Yay. Ja, komm, ich setz mich drauf. Was soll's, bevor ich wieder irgendwas verpasse. Nein, 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 nein. Nicht Ratten, bitte nicht. Oh, it stinks. But it looks like someone took a bite. Something. Come, let's not wait for it to come back. Alter! Und hat jemand Lust auf ein richtig geiles Rumpsteak? Alter, zieht's euch einfach rein. Die Maden sind schon drin und irgendjemand oder irgendetwas hat abgebissen. Erstmal so einen richtig herzhaften Biss. Oh. Oh, ist das ekelhaft. Ich hasse solche Dinge. Alles nur kein Heino. Was ist denn jetzt mit Heino? Hätte Henno nicht besser gemacht. Meinst du Hand of Blood? Ich weiß nicht, ob Hand of Blood singen kann, aber er kann Klavier spielen. Hätte Heino nicht besser gemacht. Schwarzbraun ist die Haselnuss. Okay, what? Was ist denn los? Beruhigt euch, Leute. Ah, eine neue Filmrolle von der Meow Records Company. Ist so geil. Dankeschön. Hi. Kannst du mal aufhören, mich zu verfolgen? Das ist nicht schön. Das ist irgendwie das Gruseligste überhaupt. Wenn man nichts hört, aber du schaust ganz kurz nach rechts und wenn du dann wieder zurückschaust, dann ist alles anders. Also das schockt mich jedes Mal, ich weiß auch nicht. Du isst gerade. Guten Appetit. Und die Welt zählt laut bis 10. Hier kommt die Sonne. Ach, gut durchbraten, das geht noch. Die Maden sind zusätzliches Eiweiß. Ja, hast du recht. Kollege, willst du mir was sagen? Willst du mir irgendetwas sagen? Wenn er jetzt irgendwann an meinem Bein zieht oder so, dann drehe ich durch. Seht ihr das da oben? Dieser Menschenklüngel. Ihr schon wieder mit euren kranken Sexpraktiken, echt. Hier gibt's was zu lesen. Ja, es sind Tiere. Okay. Beal und Co. Dresseure. Dienstleistungen, Hundetraining und Zustellung $225. Anmerkungen, Käfig und Inhalt an das Deck für Tiertransport geliefert. Minimale Fütterung wie gefordert, mit Vorsicht vorgehen. Minimale Fütterung, na super. Denen ging es bestimmt richtig, richtig gut hier. Und natürlich essen die dann alles, auch das madenzerfressene Stück Fleisch. Und auch mich sollten sie noch hier sein. Und das gefällt mir eben gar nicht. Ist er wieder da? Ist er wieder gekommen, der Typ? Ah, diesmal nicht, okay.
Der geheime BDSM-Club. Ja, krass, was die drauf haben. Also ich bewundere das ja auch schon, was sie da machen. Aber ich habe jetzt nicht so wirklich Lust drauf, mir das anzusehen. Soll ich da reingehen? Oh, wenn jetzt das Ding zuginge. Das wäre so übel. Auf jeden Fall ist es ein cooles Versteck. Falls wir eins bräuchten. Das könnte ja sein. Kamasutra, die menschliche Lampe. Alter, erschreck mich doch nicht so. Ja, bist du wahnsinnig. Du kannst mich doch nicht so erschrecken, du Zipfelklatscher. So, Ah, da können wir uns das Ganze nochmal angucken. Sehr, sehr beeindruckend. Ich muss schon sagen, das muss man erstmal hinkriegen. Diese Körperbalance. Männlichster Schrei ever. Und ich weiß, dass das nicht der schlimmste war bisher. Nein, ich drück da noch nicht drauf. Nein, 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 nein. Erstmal... Oh mein Gott. Sind da die Hunde drin? Da sind die Hunde drin. Bitte, ich tue euch nichts. Alles abgeschlossen. Okay. Wir müssen hier irgendwas drücken und dann gehen hundertprozentig die Türen auf und das gefällt mir gar nicht. Ich will die ganze Zeit auf F5 drücken für Speichern, aber das kann ich halt vergessen in diesem Spiel. Oh mein Gott. Liebe Wauwaus, alles ist gut. Wow! Oh mein Gott. Hi. Gibt's irgendwas? Sollte ich von irgendwas wissen? Alter, wie klein bist du denn? Bist total klein. Geht's hier weiter? Scheinbar nicht. Tschüss. Nee, komm. Ich will hier weiterkommen. Hört mal auf, mich so anzustarren. Das ist nicht schön. Ach Gott, ich renne die ganze Zeit gegen die... Ich gehe jetzt mal nicht darüber zu dir, aber du hast da irgendwas Geiles, was da leuchtet. Ich will es haben. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. Shit. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte es wissen sollen. Und jetzt ist hier so ein blödes Labyrinth. Look, there's something there. Wo denn? Was ist los? Wo ist was? Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo bin ich denn jetzt? Can't you see it? Palmen? Hallo? Ja, Alkohol. Gib mir Alkohol. Dankeschön. Aber das ist das, was ich brauche. Das ist nicht... We're out on the edge of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Das ist vielleicht nicht das, was du gesehen hast, mein Junge, aber das ist das, was ich jetzt brauche. Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen. Okay, was hat das gebracht? Habe ich irgendwas ausgelöst? Davy Jones has entered the chat. Ja, gib mir den Rum. Ich bin verwirrt. Irgendwie ist hier nichts. Warum zur Hölle bin ich jetzt hier raufgegangen? Das kann nicht alles gewesen sein. Hä?
Why is the room gone? So sieht's nämlich aus. Da ist was, da ist ein Apfel, aber da ist noch ein Apfel. Ich raff's nicht, Leute, ich raff's nicht. Ich gehe jetzt nochmal darauf. Ach, da ist eine Tür. Die habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich habe die ganze... Oh, die taucht nur dann auf. Oh, krass. Das ist ja krass. Ich muss warten, bis sie kommt. That's what he said. Ja, rein da. Oh, super. Geil. Das war cool gemacht. Seite oben abgerissen. Mr. Hardy würde ohne seinen geschätzten Kapitän Baines nicht weit kommen. Der Kapitän ist die Hauptfigur der Geschichte. Also quasi wie Sam und Frodo. Einige nennen ihn wegen der Farbe seiner Segel den schwarzen Wanderer. Kapitän Baines ist stark und furchtlos und bekommt am Ende immer seinen Schatz. Mein Schatz. Mr. Hardy ist ein wenig neidisch auf den Kapitän, weil er auch gerne so stark wäre wie er. Wurde natürlich geschrieben vom Kapitän, ganz klar. So, dann weiter geht's. Was sagt die Uhr? Ganz kurz. Es ist gleich 20 Uhr. Okay, bisschen Zeit haben wir ja noch. Schuhe. Und wieder schwarz-weiß. Kleine, sehr, sehr kleine Schuhe. Das gruselige Bild schon wieder. Du bist nicht meine Mama, zum Glück. Da heißt es immer, man soll nur nett sein, aber gut dann eben nicht. Master Gibbs, Leinen los, Segel setzen, jawohl. Als mein Sklave ist noch Platz. Ja, der Juli, der möchte alle zu seinen Sklaven machen. Der bezahlt mich sogar, damit ich sein Sex-Slave-Boy werde. Mach mal das Radio aus. Das kann sich ja kein Mensch anhören, das Programm. Werde ich verfolgt? Werde ich verfolgt? Alles gut? Alles gut? Alles gut. Ganz ruhig. Schwerelosigkeit ist noch kein Grund zur Panik. Ist das ein Sarg? Hallo, was ist hier los? Darf ich bitte abhauen? Nein! Bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will mit dem Slenderman nichts zu tun haben. Der mag vielleicht ein cooler Dude sein, aber ganz ehrlich, der soll sich seine eigenen Freunde suchen. Ich habe keinen Bock. So, was ist das hier? Ach, da könnten wir wieder komplett auf Astern oder Ahead gehen. Hier können wir wieder aufmachen und da gibt es noch irgendwas zu lesen. Von leitender Sicherheitsbeauftragter an alle Betroffenen. Ich wurde darüber informiert, dass Teile der Crew ihren Unmut über die neue Rationierungspolitik geäußert haben. Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese als direkte Folge des Fehlverhaltens an Bord dieses Schiffes eingeführt wurde. Ich kann es gar nicht oft genug betonen. Diebstahl bleibt eben nicht unbestraft. Ich muss was trinken. Ich kann schon nicht mehr reden. Ugh. Ihr seid alle meine Sex-Slaves. Juli gibt sich nicht mit einem zufrieden. Nett ist langweilig, wahnsinnig ist besser. Richtig. Hast du eine Mumu? Leute, was ist hier gerade in dem Chat los? Hat sich da irgendwas verselbstständigt, von dem ich nichts wissen will? Ihr habt euch ja alle lieb. Finde ich ja gut. Aber vielleicht ein bisschen zu lieb? Okay, ich bin wie immer auf... Full speed ahead. Oh. Okay, war das gut? Keine Ahnung. Ich mache immer Dinge und frage danach erst, ob es gut war. War es für euch genauso gut wie für mich? Rollenspiele. Ach, damit habe ich kein Problem. Größer als der Marianengraben. Was, dein Hintern oder was? Rollenspiele ist nur was für Leute, die in Natura nichts drauf haben. Skyrim-Aria, wahre Worte. Weisere Worte wurden nie gesprochen. Genauso sieht's aus mit Sexspielzeug.
oder irgendwelche komischen Strapsen oder was. Wenn mir damit eine ankäme, würde ich mich wahrscheinlich kaputt lachen, ganz ehrlich. Ich will den Menschen erleben und nicht irgendwelche komischen Spielsachen. Sagt jemand, der eh keinen Sex hat zurzeit. So ist das. We need to keep looking. Lily, I mean, Captain, there's something out there, in the dark. Hush now. Stay behind me. I won't let anything happen to you. Sieht auch sehr lecker aus. Kann man noch die Reste rauskratzen? Dein Chat, das ist jetzt meiner. Juli ist noch keine Gefahr. Der will ja einfach nur Sex-Slave-Boys, aber der No-Pain-No-Gain-Dude, der wird langsam gefährlich. Ah ja, du weißt Bescheid, du bist hier Admin. Wenn er zu weit geht, sende ihn über die Planke zu den Haien. Nee, du kannst bleiben. Pack die Toys und Kostüme wieder in die Kiste. Ja, mach das mal. Wieso? Bist du vor meiner Tür? Wolltest du kurz vorbeikommen? Auf ein Schäferstündchen oder wie sieht's aus? Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt, aber vielleicht kriege ich beides gleichzeitig hin. Ich bin mir nicht sicher. Das wäre mal eine Let's Play Challenge, weißt du was? Für so 10.000 Kanalpunkte. Nee, okay. Ich will das gar nicht weiter ausführen. So. Erstmal hier, dann hier. Nein, ich bin blöd. Das war schon auf, oder? Nee. Hä? Ach so, unten und oben, ne? Man muss unten und oben fummeln und dann in der Mitte zustoßen. So. Hinein in das Vergnügen. Oh Gott, tschüss. Oh, warte, ich habe die Orientierung verloren. Lauf, 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 lauf. Au! Oh, nicht da reinlaufen. Das macht mich... das macht mich langsamer. Scheiße. Lauf. Shit, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Oh, shit. Oh, fuck. Schneller. Hab ich nicht gern. Ja, nice booty. Nein. Alter, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Irgend so ein creepy Kind. Ugh. Erstmal was lesen, um runterzukommen. Oh, Alter. Diese Erotik hier heute im Chat, das ist definitiv die Samstagserotik. Diese Pose. Ja, also unglaublich. Das soll ihm erstmal einer nachmachen. Erotik, wie der Frauen gesagt. Mir reicht der Wobbejack. Alter. Das artet hier in eine Chat-Orgie aus. Ja, sehe ich auch so. Solch eine Gelegenheit. Solch eine Verantwortung. Zu befreien, was so lange gefangen war. Ich kann es jaulen hören. Am Käfig rütteln, voller Verlangen, endlich auszubrechen. Wovon redest du, mein Freund? Gibt's hier noch ein Dia für mich? Schade. Dann würde ich mal sagen, gucken wir hier diesen Kinderporno. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Es tut mir leid, das sieht schon echt sehr, sehr seltsam aus. Alter, was ist das? Alter! Also, ist das Nekrophilie, Kinderpornografie oder was ist das hier? Ich will das nicht sehen. Was ist mit dem Kind los? Was soll das denn? Was genau war das? Was ist hier los? Alter. Alles klar. Was ist das hier? Ach, kann ich da reingehen? Na, Moment mal. Bleib mal auf.
Gehst du mal da rein? Geht das? Ich hab... Oh oh. Ach, eine Waage. Mit Wagen kenne ich mich aus. Juli kann ein Lied davon singen. Ja, genau. 100% werde ich jetzt gebannt. Das würde wieder passen. Leave it, Mr. Hardy. We're not that desperate yet. James, I said leave it. Was haben diese Kinder nur gemacht? Ich würde es echt sehr gerne wissen. Eine Maus ist gleich 2 Kilo Dreck. Ja, sie ist sogar schwerer. Any cost must be paid when one destroys the balance. Any cost. Okay. Ich glaube, das war nicht so gut. Die hat sich noch bewegt. Das Leben eines Einzelnen kann schwerer wiegen als das von vielen. Ja, leider. Ah, die zuckt noch. Ah. Oh mein Gott. Cheese for everyone. Alter Annika, vielen herzlichen Dank. Mal eine kleine Spende für die Nerven. Dankeschön. Das war wieder ein perfektes Timing. Was ist mit euch los, Leute? Diese ganzen Alerts kommen immer genau dann, wenn ich irgendeine Aktion mache. Das war jetzt irgendwie die Tür aufgemacht und dann kommt der Alert. Das war super geil. Dankeschön. Also wirklich herzlichen Dank. Annika und ich sind Gruftis. Laut Klischees kennen wir uns damit gut aus. Wir gehen ja regelmäßig auf Friedhöfe und beten zu Satan. Ich nehme dich zärtlich in den Arm, doch deine Haut reißt wie Papier und Teile fallen von dir ab. Zum zweiten, du Mal entkommst du mir, heirate mich, Alter. Rammstein schon wieder. Jeden das Seine. Ein guter Schwimmer kennt... Oh Gott. Verstand wird zu einer Schwäche. Vertrau auf deine Instinkte. Ich weiß ja nicht, mein Freund. Ich weiß ja nicht. Ist das wieder einer deiner Tests? Müssen wir jetzt irgendwas machen, wo wir einfach auf unseren Instinkt vertrauen? Hey, Bloody Death ist wieder da. Herzlich willkommen. Also wenn du Satanisches willst, Ouija-Bretter oder Tarotkarten, bist du bei mir goldrichtig. Ja, das kann ich wahrscheinlich auch bestätigen. Sehr poetisch ausgedrückt für eine fette Maus. Lass mir mal so stehen. Ein guter Schwimmer kennt alle Ufer, auch das. So ist das. So. Hat's geschmeckt, Bloody Death? Ich hoffe, bei dir hat's was Besseres gegeben als bei uns. Also hier gibt es nur madenzerfressene Steaks und... gut abgehangene Ratten. Was ist los? Ich kann mich nicht bewegen. Ja,
Ja. Reason poisons your mind, makes you weak. Ja gut, dann, dann was muss ich machen? Trust your instinct. One life outweighs the other. There is no other way. Gib das her. Das gehört mir. Ja, ich will's haben. Gib's her. Also ich will das haben. Ich brauche diesen Knochen. All lives are not equal. Prove your worth. Oh Gott. Shift the balance. Alter. Yes. Let instinct guide you. Forget reason. Das ist der Imperator, oder? Forget mercy. Oh nein! Oh nein, das hat Welpen. Nein! Nee, kann ich nicht machen. Kannst du vergessen. Life hangs in a balance. Don't let go. Ah, ich muss es wahrscheinlich machen. No, it can't. The life there was to be. Forget mercy. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig war. Es hat sich auf jeden Fall nicht sehr schön angefühlt. Ah, da kommt ein Bit, ein trauriges Bit. Oh nein. Ja, ja. Ja, ja, heißt leck mich am Arsch. Das war nicht schön. Das war gar nicht schön. Wo muss ich jetzt hin? Viele Wege führen nach Rom, aber hier gibt es ein bisschen zu viele für mich. Für meinen Geschmack. Ich gehe mal hier rein. Warum nicht? Nee, das sieht irgendwie sehr bedrohlich aus. Ich gehe erstmal hier rüber. Jetzt muss ich mich schon wieder entscheiden, ne? Ach so, hier geht's gar nicht lang. Okay. Ah, hier komme ich her. Hier komme ich her. Alles klar. Tja, lieber verhungere ich, als dass die kleinen Welpen nichts zu essen haben. Tut mir leid. Voll der Imperator, der Typ. You let it go. Ich weiß. Würdest du jetzt bitte deine Klappe halten? You'll regret it. Nee, glaube ich nicht. You gave up. Nein. You'll never make it. Du fängst an, mich zu nerven. Das sieht auch nicht so sicher aus. Du kannst ja die Welpen essen, Alter. Das war so klar. Wunderschönes Bild, muss man schon sagen. Was soll das denn darstellen? Kann mir das mal einer sagen? Hm. Ich bin mir nicht so sicher. Das ist ein Apfel hier in der Mitte. Sehr seltsam. Oh mein Gott. Slenderman? Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ach, der Junge schon wieder. Will ich zu dir? She once saw this boy drown a baby rat in the gutter. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. There's always someone stronger than you. Ja. Verstehe ich. Also, da hat irgendjemand eine Ratte im Ausfluss... Im Ausfluss. Oh, Alter. Im Abfluss ertränkt. Und dann hat irgendwie, glaube ich, die Mutter ihn unter Wasser gehalten und hat gesagt, das soll er lieber nie mehr machen. Oh nein. Was? Was ist los? Was ist los? Slenderman, bist du das? So, der Junge ist weg. Nicht gut.
Gar nicht gut. Oh, hier kann ich gar nicht rein. Und wir haben wieder Farbe. Das ist doch was Schönes. Oh, wir haben den Schatz gefunden. Ach, wie geil. Unendliche Reichtümer. Wir haben es gepackt. Die Schatzkammer. Oh, wie geil. Yeah, so muss das aussehen. So lob ich mir das. Und die Palmen sind auch schon da. Super. Wo ist der Rum? Wir müssen feiern. Oh, jawohl, der heilige Gral. Genau so lob ich mir das. Es könnte aber auch die Schatzkammer von Bellatrix Lestrange sein. Das wäre nicht so gut. Ist dies ein Horcrux? Ich komme nicht weiter rauf, hallo? Oder ist hier irgendwo der Smaug? Nein! Oh, wie eklig! Oh, nein! Und hat hier jemand Fisch bestellt? Oh, es ist ekelhaft. Oh, nee, danke. Will ich nicht. Oh, es ist eklig. Das Spiel ist einfach nur ekelhaft teilweise. Also irgendwie so eine Essensekelhaft. Ekelhaftigkeit. Ich sperre dich in ekelhaft, du ekelhaftes Spiel. Oh nein, die ganzen Schätze sind einfach nur stinkige Fische. Juli nimmt den Fisch statt dem Gold. Alles klar, gut. Ist genug da für uns alle. Die Futterkammer von Godzilla, ja genau. Oh, du lieber Gott. So, eine Schublade gibt es mal wieder aufzumachen. Da freue ich mich immer drüber. Von zweiter technischer Offizier an Requirierungsoffizier. Ich weiß, dass Sie Ihre Befehle haben und möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich glaube nur, dass der Boss nicht vernünftig handelt. Er würde die ganze Nahrung sogar verfaulen lassen, nur um sie unter Kontrolle zu haben. Jedenfalls werden die Arbeiter langsam ungeduldig. Die Schichten werden länger und nun müssen sie auch noch mit weniger Essen auskommen. Sie sind anständige, gottesfürchtige Männer. Nicht ein Dieb unter ihnen, aber wenn der Magen knurrt, kann das ganz schön reizen. Okay, also der Requirierungsoffizier hat hier das ganze Essen zurückgehalten, anscheinend, obwohl die Mannschaft hungert. Nicht nett. Hat vielleicht nicht so gut geendet. Full speed ahead! Der Hunger kickt in. So sieht's aus. Wenn der kleine Hunger kommt, Leute, dann ist alles zu spät. Eine Ratte. Ratten im Käfig. Hallo. Hallo, ihr drei. Ich würde euch gerne rauslassen, aber ich glaube, das geht gar nicht. Tut mir sehr leid. Ihr müsst auf euch selbst aufpassen. Gibt's da hinten irgendwas? Nein, da ist nix. Was ist das? Come on, we have to go. Mehl. Did you hear that? This way. James, run. Oh, wohin? Wohin soll ich rennen? Oh, oh mein Gott, was ist hier los? Was? Ich konnte doch gar nicht irgendwo anders hin. Also ich raff's nicht ganz.
soll ich denn da hin? Hä? Jener, der mehr als ein Leben lebt, mehr als einen Tod muss sterben. Ja, super, danke schön, aber was soll ich denn da machen? Aber puste ja nicht mehr, mein Kater an, wenn du Käse gegessen hast. Letztes Mal ist er fast gestorben, nachdem er würgend vor dir geflüchtet ist. Eine Käseunterhaltung im Chat, sehr schön. Naja, der haut mit Fäusten auf den Tisch in noblen Restaurants, als gäbe es kein Morgen mehr. Kein Morgen mehr, ich war live dabei. Ach man, das bisschen Trubel im Sterne-Restaurant. Wie geil. War witzig, kann's mir vorstellen. Oh nein, die Ratten sind tot. Hat irgendjemand eine Ahnung, was ich jetzt machen soll? Geht das auch wieder weg? Okay. Fenchel-Lasagne. So. Ganz kurz warten. Ich möchte schauen, ob da hinten noch irgendwas ist. Nee, da ist nichts mehr. Okay, alles klar, wir haben es geschafft. Uhrzeit, was sagt die Uhrzeit? Okay, noch ein bisschen können wir machen. Ich mach mal bis 21 Uhr. Vorsichtig jetzt. Nicht nach oben gehen. Ich möchte ganz kurz da durchschauen. Ach, wir sind wieder in der Stadt. Sehr interessant. Alter, was ist hier los? Boah. Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen. Duck dich. Boah, was ist denn das? Was ist hier los? Ich würde gerne alles Mögliche finden. Renn, renn, renn. Nein! Oh. Wenn ich jetzt hier auch noch verfolgt werde, dann ist aber komplett aus. Ja, bisschen Klavier spielen. Das ist doch schön. Ist das nicht sogar? Das ist das Klavier aus dem ersten Teil. Das sieht aus wie ein nukleares Testgelände. Ja, ganz genau. Bin ich hier geschützt? Scheinbar schon. Gibt's hier irgendwas zu entdecken? Das ist die Frage. Scheinbar nicht. Okay. Oh, verdammt. Mist. Voll reingelatscht. Ja, der Stuhl wird mich schützen. Er schützt mich. Sehr schön. Auf dem Tisch könnte noch was liegen. Bisschen schneller, wenn es geht. Ah, hier ist auch nichts. Schütze mich, Sessel. Das Spiel wird immer beunruhigender. Meins aktuell auch. Schaut auf die Chipstüte am Boden. Wie mein Schlafzimmer. Ach so. Also mich chillt das gerade. Ja, aber den Juli chillt ja alles, was die anderen schockt. Nein, schnell, 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 schnell. Boah. Gott sei Dank. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ach, da geht's gerade weiter. The heart of the city. It beats no more. We failed them. This world never deserved us. Let's watch it burn. Oh yeah. Duck dich. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Da ist ein Buch mit einem Panda-Bären drauf. Mr. Panda hat inzwischen ein Buch geschrieben.
Ach komm schon, da ist nichts drin. Schade. Was stimmt mit euch nicht? Na, ja, ganz genau. Bei mir ist Bauschutt in Form von Kalkwim. Was ist denn Kalkwim? Und Gips an meinem Schlafzimmerboden. Ich check nur nicht, warum so abnormale Dinge auf dem Schiff passieren und es literally keinen anderen Menschen auf dem Schiff oder gar den Planeten interessiert. Ja, es hat auch nicht jedes Schiff so eine komplette Stadt an Bord, ne? Ah, Mist. Voll reingelatscht. Duck dich. Und weiter. Schnell, schnell, schnell. Mach die Tür auf und rein da. Hallo. Sehr seltsam. Was mache ich da gerade? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gemacht habe. Ich habe den Typen aufgehängt. Ach, super. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Der schwarze Wanderer und das Geheimnis der Flamme. Ja, das gucke ich mir doch mal an. Ja, also wie gesagt, war keine Absicht. Also, wir haben ja keinen Beef, aber irgendwie habe ich dich aufgehängt. Erstmal die Hände waschen. Ah, da geht's hoch. Es ist alles so eine Mischung aus einer Stadt und einem Schiff. Leichenteile. Duck dich. Was geht denn hier ab? Was ist denn hier los? Der tödliche Witz. Tritt ins Licht. Also bei mir ist es so clean wie noch nie. Ich habe mein Schlafzimmer neu gestrichen und alles gesaugt und geputzt. Ich finde hier nirgends Staub oder Spinnweben oder sonst was. Jetzt müssen nur noch die alten Möbel raus, aber Ikea hat gerade nicht vorrätig, was ich will. Also muss ich noch etwas abwarten. Sehr krass. Respekt, Dude. Ja, stell's ab, bitte, schnell. Ah, oh, wie krass. Oh, eine unsichtbare Brücke. Und das ist mein Schutzschild. Okay, nichts wie rein da. Da ist abgeschlossen. Ist das denn ernst? Was ist denn da oben schon wieder los? Wo sind wir denn hier gelandet? Ganz ruhig. Alles gut. Leute, was ist hier los? Klinisch rein. Nur mit Bloody Death. Krass, Alter. Rein da. Rein da. Schnell, schnell, schnell. Was habe ich jetzt gerade gemacht? Ich habe den Stecker rausgezogen. War das gut? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ah, Hallöchen. Entschuldigung, das ist mir sehr unangenehm. Ich muss hier ganz kurz rein. Krasser Leuchter hast du hier. Krasser Kerzenständer, meine ich. Schönes Schaumbad, warum nicht? Ich habe hier so einen dysfunktionalen Stecker. Ich glaube, ich habe davon gehört, dass es für die Schönheit besonders von Vorteil sein soll, wenn man sich einen dysfunktionalen Stecker in einer vollen Schaumbad-Badewanne ins Wasser legt. Bitteschön. Und weiter geht's. Yeah, Piraten. Piratenabenteuer. Da ist zu, oder? Ja, toll. Puh.
Hallo. Warum liegt der weiße Riese mit mehreren Knochenbrüchen im Krankenhaus, weil er Meister Proper, weil er Meister Proper einen Weichspüler nannte? Da brauchen wir doch einen Tusch, oder? Badumts. Ja. Und läuft nichts Gescheites, oder? Wow! Muss man sich doch nicht gleich erschießen! Ah, lass mich doch durch! Lauf, 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 lauf! You're almost there. Just a bit further. Ja, ich hoff's. Lauf! Alter. Dieses verdammte Slenderman-Monster. Das geht mir so auf den Sack. Yay, da ist wieder eine Filmrolle, ich glaube. Blutige Wurzeln. Yay, wir haben die Filmrolle, die nächste. Super cool. Und jetzt gibt's anscheinend doch einen Schatz hier. Ist ja geil. Wo bin ich denn jetzt wieder? Wahrscheinlich gleich wieder in meiner Kajüte. Ey, kannst du mal aufgehen? Ja, ich bin zurück. Ich bin zurück. Wir haben's. Alles klar? You run, but do you know the way? You build one character, you destroy the other. There's no other way. You follow reason, you see through it. Hallo. Cut away the strings. Hallo Hundi. Alles klar. Ich glaube fast, wir haben den zweiten Akt erwischt. Abgeschlossen. Nicht erwischt. So. Ja, das passt eigentlich ganz gut, ne? So. Wir haben eine neue Filmrolle. Oder eine Tonrolle, oder was auch das immer ist. Ich glaube, das ist die neue, ne? Dann würde ich mal sagen, erstmal aufstoßen. Entschuldigung, irgendwie bin ich abgerutscht. Ach, der James ist der Kleine. Die Lilly. Oh. Die ist komplett durch. Was geht denn mit diesem Typen ab? Was ist mit dem James los? So James, am I correct to assume you live somewhere nearby? Yes. With your family? My sister. Okay. Oh, you have a sister, splendid. And what about your parents? Father. Oh. Well, let's start with your father. Ach, jetzt hört er nicht auf. How about your sister? Is she, She's everything. I see. You spend a lot of time with your sister. She's always there. And she will be. Forever. Okay, also jetzt habe ich es kapiert. Hier wird der James, der kleine Junge, wird hier befragt. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich das bin, eventuell. Aber wir haben nur noch einen Vater. Und der ist nicht so stolz auf den James.
Und die Lily, seine Schwester, ist alles. She is everything. Und sie wird da sein. Forever. Irgendwie klingt das nicht nach einer sehr gesunden Beziehung. Das klingt irgendwie sehr seltsam. Ja, Donuts, Kuchen, Alkohol, so muss das sein. Das habe ich vermisst. Haha, hier ist Wilhelm Tell. War der vorher schon da? Wahrscheinlich nicht, ne? Jetzt liegen hier auf einmal Golddublonen rum. So ein Mannequin-Kopf und ein Apfel auf dem Kopf, den wir runterschießen könnten. So, ein Haus besteht aus Wänden und Balken. Ein Haus besteht aus Ängsten und Träumen. Tja, wie man es nimmt. Wir haben leider keine neuen Dias gefunden. Ich weiß nicht, ob das so vorgesehen war, aber leider habe ich nichts gefunden. Sehr seltsam. Bei meinem Fahrstil oder so, fahre etwas schneller und musste den Schein auch mal für den einen oder anderen Monat abgeben. Schnelles Auto bringt schnell Probleme. Alter, du fährst bestimmt wie eine gesenkte Sau. Was ist da los? Solange da kein Schild steht, fahre ich mindestens 160. Wenn kaum Kurven auf der Strecke sind, auch gern mal 200, wenn es der Verkehr zulässt. Aber wenn da ein Schild steht, irgendwo halte ich mich innerorts strikt dran und außerorts fahre ich vielleicht mal 10 Kilometer pro Stunde schneller. Super. Alter. Ihr seid totale Rebels. Leute. Ich kenne einen, der ist auch bei uns auf dem Discord-Server. Mein alter Kumpel Flo. Also das ist der Captain Nemo. Falls der auch mal schreibt. Der hat, glaube ich, schon mal geschrieben. Oh nein, Fische. Bei mir baden die Fische. Alter, ist das eklig. Also ich habe genug Fischvorrat für alle Leute. Ihr könnt euch gerne bedienen. Aber auf jeden Fall der Flo, der fährt auch sowas von dermaßen brutal schnell. Aber sicher, muss man sagen. Aber sicher. Was mich irritiert, was soll denn bitte schön hier rein? Da kommt irgendwie nichts rein. Ja, gut, das habe ich ja gefunden, aber warum liegt jetzt das da? Warum ausgerechnet das? Ich bin verwirrt, aber vielleicht können wir draußen ja wieder was sehen. Oh, was ist denn mit dem Horrorpinguin los? Der hat irgendwas im Maul hängen und hier hängen überall irgendwelche... Hier stecken Küchenmesser drin. Oh, und der Raum bewegt sich. Nein, der Raum verändert sich die ganze Zeit. Oh nein, ich habe irgendwo ein Filmposter übersehen, oder? Schade. Gucken wir mal, ob draußen wieder irgendwas zu entdecken ist. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus. Ah, da ist was. Halt, Moment. Was war das? Achso, ranzoomen mit links, okay. Was ist das? Okay. Ach, der Vogelkäfig, oder was ist das? Und da ist ein Ziffernblatt drin, ich habe keine Ahnung. Hier liegen auch so ein paar Golddublonen rum. Alles verändert sich. Aber Leute, wir haben einen neuen Film. Wir haben einen neuen Film gefunden. Was sagt das Blatt? Den Charakter formen, in sich gehen. Kontext, Hintergrund. Was hat mich hergebracht? Die Gegenwart ist in der Vergangenheit verwurzelt. Alles klar. Wir müssen unsere Vergangenheit ergründen. Und dann wunderst du dich, wenn du mit 100 Knochenbrüchen und inneren Blutungen im Krankenhaus landest. Ist das schon mal passiert? Ist mir noch nicht passiert, aber wenn es mal passiert, dann kannst du mir gern sagen, ich hab's dir ja gesagt. Och, wäre auch schon dreimal gestorben bei der Fahrt. Alter, was ist los? Was ist denn hier los, Leute? Passt auf euch auf. Das ist alles, was ich euch sagen kann. So, unsere neue Rolle packen wir mal da drauf und gucken uns den Film an.
What's past is prologue. What's seeped into the earth becomes fodder. Fodder. A fuel for the flame. The lifeblood for the roots of existence. The roots grow strong, become a foundation. But they can also bind, entangle, hold him in place, pull him under, away from the air, away from the light, to wither away, forever struggling, thinking of what could have been. Roots. He must cut them away. Only then can he be truly free. Ich muss meine Wurzeln abschneiden, um frei zu sein. Akt 3. Blutige Wurzeln. Bloody Roots. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Okay. Haben wir was Neues hier? Nein. Blutige Wurzeln. Wer hat dieses wunderprächtige Bild hier aufgehängt? Das gefällt mir gar nicht. Da ist der Piratenhut. Ja, es wird alles so ein bisschen... Oh! Ja, schön. Ich muss da runterspringen. Toll. Ganz toll. Jetzt ist 20.43 Uhr. So. Leute, zwischen 21 und 22 Uhr werde ich bei Letys Play auf jeden Fall anfangen. Und... Cheese for everyone! Holy shit! Little Mai, Denise! $3.61. Ich habe gedacht, ist das nicht auf Euro umgestellt? Ich habe gedacht, ich hätte es auf Euro umgestellt. Aber ich kriege hier die Dollars angezeigt. Aber egal. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank für deine Spende. Oh, danke. Danke, ich freue mich riesig. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Aber natürlich wieder genau am Ende von diesem geilen Video kommt wieder der nächste Alert rein. Ja, dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Das ist ja toll. So, Leute. Ja, genau. Cheese for everyone. Von der stillen Zuhörerin, Dankeschön. Erstens, vielen herzlichen Dank. Du bist die absolut eiserne Unterstützerin, privat und auch hier im Internet, von der ersten Stunde an. Und dafür 1000 Küsse und Umarmungen an dich. Und dass du dann auch noch spendest, das ist unglaublich. Und ich weiß es so sehr zu schätzen. Vielen herzlichen Dank. Da lässt sie am Ende die Bombe platzen. Ja, genau. Ich esse mal so ein Gelo Revoice. Kennt ihr das? Das ist ganz gut für Leute, die viel reden. Holunderblüte mentholfrei. Fancy as fudge. So. Denise ist einfach klasse, ja. Denise guckt alle Let's Plays auf YouTube. Jedes Video überhaupt. Kommentiert überall und unterstützt bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was ich da noch sagen soll. Also, 1000 fette Herzen an dich, Denise. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wir müssen mal wieder ein Date ausmachen und dann gucken wir wieder alle möglichen bekloppten Filme und Serien und essen Käse. Denise hat es tatsächlich fertiggebracht. Jedes Mal, wenn die mich besucht, bringt die eine Käseplatte mit. Oder sonst was. Irgendwas mit Käse ist immer drin. Ich bin sowas von dermaßen geflasht von dieser Frau. Wir danken dir, Denise. Wir danken dir. Das ist einfach nur Gold wert, was du für uns tust. Und auch für mich persönlich. So, Leute, wie sieht's denn aus? Ich würde jetzt in 12 Minuten sowieso abbrechen. Sollen wir hier Schluss machen, bevor ich den dritten Akt beginne? Weil, wenn ich den jetzt anfange, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen doof, ne? Wenn ich dann einfach so abbreche innerhalb der nächsten halben Stunde. Das ist nicht so doll. Community-Liebe, absolut. Machen wir Schluss.
Es klang so ein richtig harter Bruch. Annika, Community-Liebe. Juli, machen wir Schluss. Annika, Schluss. Ja, ich brauche wieder eine Käse-Session mit dir. Käse-Session muss drin sein. Alles klar, dann. Hier trennen sich unsere Wege, aber nicht lange. Wie sieht's denn morgen aus, Leute? Wie sieht's denn morgen aus? Ach übrigens, ich hätte gerne mal so ein Just-Chatting-Stream gemacht. So einmal pro Woche. Irgendwie vielleicht Sonntagnachmittags oder mittags, keine Ahnung. Einfach so ein Wochenrückblick, aber ich würde vielleicht diese Woche noch nicht anfangen, kleinste Violine der Welt, ja genau. Okay. Morgen, ja, was sollen wir denn morgen spielen? Das ist die große Frage. Nächste Woche würde ich gerne sonntags mal so einen Wochenrückblick machen, vielleicht. Oder morgen schon? Ich weiß es nicht. Ich werde es über die Woche vielleicht erstmal ankündigen, ob die Leute da Bock drauf haben. Denn Sonntag ist gut, fangen wir an, wenn ich in 2 Wochen meinen Rechner habe. Okay, dann fangen wir genau dann an, okay? Also in 2 Wochen Sonntag, dann ist nämlich Jesse auch dabei. Das haben wir nämlich gedacht, so Wochenrückblick. Sonntag in 2 Wochen fangen wir dann an damit. Sehr geil. Super Mario, was ist mit Super Mario? Oblivion, ja, wir spielen morgen Super Mario. Super Mario ist auf dem Programm morgen, so sieht's aus. Oblivion morgen? Habt ihr Bock auf Oblivion oder das hier weiter? Resident Evil 7 habe ich noch nicht. Outlast. Kommt alles noch. Ist schon installiert. Ich habe Outlast 1 und 2 schon am Start, aber natürlich wird erst das hier abgeschlossen. Oblivion? Alles klar. Morgen starten wir wieder mit Oblivion. Auf den Shivering Isles gibt es noch ein paar Sachen zu erledigen. Oblivion, ja, Jesse ist total begeistert von der Idee. Dann würde ich mal sagen, ich breche hier jetzt völlig zusammen. Es spricht sich nicht so leicht mit dem Ding im Mund. So, dann alles klar. So sieht's nämlich aus. Bei Outlast, entspannter Sonntagsstream. Ja, entspannter Sonntagsstream klingt sehr geil. Bei Outlast müsst ihr mit Fangirling meinerseits rechnen. Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Warum nicht? Fangirling ist immer sehr schön. Fanboying natürlich auch. Da ich die meisten Spiele eh nicht kenne, ist mir das Bumbel. Bumbel, was ist denn Bumbel? Wie geil, was für ein geiles Wort für egal ist das denn? Dein Bart fehlt wirklich, aber er kommt zurück. Siehst du das? Er kommt zurück. Da war ich ganz kurz unscharf. Dabei bin ich doch sowas von dermaßen scharf. Nee, okay. Wie gesagt, Leute, schaltet bei Letis Play ein. Ich tipp's nochmal ganz kurz in den. Oder kann ich das hosten? Kann ich das auf meinem Kanal hosten? Das ist die Frage. Wahrscheinlich nur, wenn sie gerade wirklich live ist, ne? Dann kann ich hosten. Aber nicht, wenn sie nicht live ist. Bloody Death. Ich habe mir den ganzen Bart abmachen müssen, weil ich mich verschnitten habe. Ja, genau. Ich habe mir da unten irgendwo hier so ein Loch reingeschnitten. Und dann kommt diese verzweifelte, das kennen alle Bartträger, dann kommt diese verzweifelte Phase, wo man irgendwie versucht, noch irgendwie was hinzuschnippeln, was irgendwie gut aussieht. Aber irgendwann muss man dann einfach einsehen, dass man es nicht kann. Und das ist so richtig assi. Das ist so richtig schlimm, das Gefühl, ne? Und dann habe ich einfach so, okay, zup, weg damit. Es war so richtig krass. Uff, das ist mir auch schon mehrfach passiert. Bist du auch Bartträger? Und dann waren 15 cm Bart weg. Holy shit. Eric, I feel you. Du bist momentan aber bartlos, oder Juli? Hattest du schon mal Bart? Und wann hattest du das letzte Mal einen Bart?
Man sieht jetzt meine Narbe hier in der Mitte so total, ne? Das ist halt auch nicht, wenn ich den Bart habe. Und geht von hier bis da, darunter. Ja, aber eher 3 Tage, steht mir besser. Ja, es gibt wirklich solche Leute und es ist krass. Also gerade bei mir merke ich es natürlich auch am eigenen Leib. Aber es ist so dermaßen krass, wie Leute anders aussehen. Ohne Bart oder mit Bart. Ist total krass. Also ich denke, ich bin eher ein Barttyp. So glatt, das sieht bei mir total bekackt aus, echt. Dass Juli einen Bart hat, ist mir erst nach 3 Jahren aufgefallen. Hä? Hä? Wie kann einem das nicht auffallen? Mein Bart hat im Moment nur 5 bis 6 Zentimeter. Mein lieber Mann, also ich beneide immer die Leute, die einfach einen Bart haben, der auch hier oben das bedeckt. Weil bei mir geht es ja hier runter und beginnt hier dann so irgendwie. Und hier ist noch weniger. Das heißt, ich muss hier immer so ein bisschen mehr abschneiden, damit es symmetrisch ist. Das ist total scheiße. Naja, okay. Sie schaute mir nie ins Gesicht. Ja. Das könnte man jetzt auf viele Arten verstehen. Trage Bart, seitdem ich 15 war. Hatte den seitdem nur selten mal ganz weg. Ja, okay. Wenn er so lange gewachsen ist, auf meinem DC-Profilbild bist du ein DC-Held. Im DC-Universum. Sieht man meinen Bart? Ach so, auf dem Discord. Alles klar, Leute. Dann werde ich mich mal mental vorbereiten auf Phasmophobia. Ich werde so dermaßen ablosen. Ich habe mir die Controls schon aufgeschrieben. Und ja, das wird ein Fiasko. Also bitte einschalten bei Leti. Das hier ist der Name, den ihr suchen müsst auf Twitch. Könnt ihr auch gleich mal folgen. Unbedingt dann im Chat dabei sein und gerne reinschreiben, dass ihr hier seid, um mich leiden zu sehen. Und natürlich dann auch der lieben Leti folgen, sie hat's verdient. Wir sehen uns. Macht's gut. Juli, Jesse, Annika, Alex, Denise, Mary oder Thulu, wenn ihr noch im Stealth-Modus seid. Und natürlich Bloody Death. Und der ganze Rest der Zuschauergang. Wir sehen uns morgen wahrscheinlich so auch wieder gegen 18.30 Uhr. Bis dann. Ciao. Dancen wir noch ein bisschen ab, okay? Zum Ende ein bisschen abdancen.